Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz mit den beiden Trainern Ingo Freier und Luka Pavicevic. Ingo, dein Statement zum Spiel bitte. Das war ein sehr, sehr schönes Spiel. Wir haben eine Menge gelernt und man spielt nicht alle Tage auch in so einer großen, schönen Halle vor so viel Publikum. Für meine Spieler, die ja teilweise noch sehr unerfahren sind, gerade die haben eine Menge mitgenommen. Ist immer ganz interessant, zwei Spiele direkt hintereinander gegen das gleiche Team zu machen, wie man dann taktisch sich ein bisschen verändert, wie die Mannschaft dann zu Hause spielt. Und gerade da hat Alba Berlin dann Beginn erster Halbzeit sehr, sehr aggressiv gespielt und uns so ein bisschen den Schneid abgekauft. Wir konnten da im ersten Viertel noch ein bisschen gegenhalten. Das war dann relativ ausgeglichen. Zweite Viertel fand ich auch gar nicht so schlecht. Dann nach der Halbzeit haben wir uns auch vorgenommen, ein bisschen aggressiver zu spielen und auch abseits vom Ball mal ein bisschen gegenzuhalten, hier und da mal mehr zu bumpen. Leider ein bisschen auffälliger als in der ersten Halbzeit Alba Berlin, sodass wir dann auch gleich ein paar mehr Fouls bekommen haben. Das ging also nicht so gut auf und gut, dann war Rest der zweiten Halbzeit dann nur noch ein Hin und Her und Albert sehr, sehr viele Punkte unterm Korb gemacht, was wir auch zulassen natürlich. Aber insgesamt haben auch alle meine Spieler viel gespielt. Auch die ganz Jungen konnten hier mal beweisen gegen die Spieler von Alba Berlin, was sie so können. Und natürlich Gratulation auch an Luca und an Alba Berlin. Zu Recht gewonnen und jetzt haben wir den direkten Vergleich leider verloren, aber insgesamt ist das schon okay.